Gerade frisch angekommen, die Freecom Mobile Drive SQ. Diese neue ultradünne Festplatte für PC und Mac soll vor allem durch ihr Design und ihren USB 3.0 Anschluss beeindrucken. Ja. Und wir sie mal etwas unsanft. Es handelt sich dabei um eine ganz normale 2,5 Zoll Festplatte mit 500 GB bis 1 TB Speicher. Und USB 3.0 wird derzeit ja noch von keinem Mac unterstützt, soll aber durch die neuen Intel Mainboards in sämtlichen Macs nächstes Jahr integriert werden. Man sieht hier schon, 500 GB reichen für 100.000 MP3-Songs oder 110 DVD-Filme. Was etwas verwirrend ist, die Festplatte wirbt sogar auf der Verpackung damit, dass man sie auf entsprechenden TV-Geräten damit verbinden kann. Dies funktioniert dabei auch mit jeder anderen normalen Festplatte, also eigenes Marketing. So, man sieht hier schon ein schönes schwarzes Plastik mit Samt überzogen. Hier die Festplatte. Ziemlich genau einen Zentimeter dick. Mit den gummierten Standfüßen, wie man sie schon vom Mac Mini her kennt. Auch der Aufdruck hier ist ziemlich, wie man es von Apple gewohnt ist. Ja, das Freecom-Logo, soweit so gut. Hier noch eine Quick Install Guide. Im Prinzip einfach nur Einstecker und läuft. Und natürlich das USB 3.0 Kabel, welches vollständig mit USB 2.0 und sogar, soweit ich weiß, USB 1.1 abwärtskompatibel ist. Das Deckung. So. Es ist ein proprietärer Stecker, funktioniert also nicht mit allen anderen USB 3.0 Geräten. Ist auch relativ kurz, wie man hier sieht, aber es sollte reichen. Das Gerät kostet etwa 120 Euro für die 500 GB Variante bzw. 150 Euro für die 1 TB Variante und ist ab sofort im Handel erhältlich. Einen Test gibt es etwas später auf apfelwaren.de.